in Karsten, in Schierke. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal. Heute bin ich auf der anderen Talseite von Schierke, wenn man so will. Also mehr so Richtung Brocken unterwegs. Mein erstes Ziel heute ist der Ahrensklint. Ich bin auf dem Weg zum Ahrensklint hier über den sogenannten Fahrsteig. Wer den Eckerlochstieg kennt, der kennt auch den Fahrstieg, also ist relativ ähnlich. Vielleicht nicht ganz so sumpfig und matschig, aber auch relativ steil bergauf und wirklich wieder nur über Felsen. Ja, und wenn ihr Lust habt, kommt gerne noch mit. So, auch wenn es jetzt vielleicht mal kurz eine wackelige Angelegenheit wird. Wirklich, dass die ganze Zeit geht es hier über Stock und Stein nach oben. Da ist es wirklich auch angebracht, Stöcke dabei zu haben oder wenigstens einen ordentlichen Spazierstock. Das gibt dann doch noch mal zusätzlichen Halt. Ja, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Da der Weg ja hier so felsig ist, kann man sich hier natürlich auch schnell mal verletzen. Ich bin auch schon ein, zwei Mal ausgerutscht hier. Und da hat die Bergwacht hier mal eben so einen kleinen Verbandskasten hingehängt. Ich habe gerade schon reingeguckt. Kompressen drin, also sogar ein Tampon ist da drin. Aber ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. So, Stempelstelle 13, Ahrensklint haben wir auch. Dann schauen wir uns die Klippe mal an. So, da ist der Ahrensklint. Betreten auf eigene Gefahr. Na gut. Dann gucken wir uns doch mal die Sache von oben. Ja, hier geht's dann solche Stiegen hoch. Den Ahrensklint lassen wir dann jetzt mal hinter uns und das nächste Ziel ist dann jetzt die Leistenklippe.
So. Und nachdem es bis nach hier auch wieder über Stock und Stein quasi durch einen Bach ging, geht es dann jetzt über so einen Bohlenweg weiter. Schauen wir mal. Und wenn ihr wissen wollt, wo der Weg lang geht, da geht der Weg lang. Jetzt sind wir an der Leistenklippe. Schauen wir uns mal die Aussicht an. So, den Trutenstein haben wir jetzt auch erreicht und die Aussicht, die zeige ich euch gleich auch. Dann lassen wir jetzt den Trutenstein hinter uns. Und unser nächstes Ziel wird dann der Runehof sein. Und den Runehof haben wir jetzt auch hinter uns. Und jetzt werde ich mich langsam auf den Rückweg nach Schierke machen. Also irgendwie habe ich dieses Jahr mit alter Munition oder Sprengstoff. So. Und für Nachwuchs ist scheinbar auch schon gesorgt. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, ich brauche heute keinen Knochenbrecherweg mehr gehen. Aber habe ich mich getäuscht. Der letzte Kilometer zum Bahnhof, der geht auch hier wieder Sonne. Nur Steine. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euch hat es gefallen unterwegs. Morgen werde ich, denke ich mal, den Wurmberg erklimmen. Und ihr seid gerne eingeladen, morgen auch wieder mit dabei zu sein. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.